Willkommen zurück zu Oracle of Seasons beim Marco Baum. Ich habe mir die Freiheit genommen, hier schon mal hinzugehen. Zum wahrscheinlich letzten Part der Serie, des Spiels vielmehr. Link! Du hast alle 8 Essenzen der Natur eingesammelt. Nun bist du ein wahrer Held, der die Essenzen der Natur versteht. In dir liegt die Hoffnung für alle Lebende. Nimm diesen Kern. Genau, wir bekommen jetzt den Kern des Marco Baums. Der Riesenkern des Marco Baums. Okay, es ist sogar ein Riesenkern. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Für wahr wirst du nun Onox, den General der Finsternis, besiegen, um den Orakel der Jahreszeiten zu befreien. Das werden wir. Ha, ha, ha. Ein Held. Musst du mal jetzt ins Bild laufen? Steh doch einfach von Anfang an da. Spart alles, ne? Zeit. Komm her, wenn du es wagst, Link. Du bist also ihr Held. Ein solcher Held ist nichts im Vergleich zu meinen finsteren Mächten. Man muss ja sagen, der sieht schon cooler aus als wir, ne? Ich meine, wir sind so ein kleiner Nupsi mit so einem grünen Gewand und einem Schwert und der ist immerhin groß und hat eine goldene Rüstung an. Eine von finsteren Mächten versiegelte Burg, die man nicht betreten kann, wenn man nicht vorher das ganze Land durchstreift. Und eine riesige Eisenkeule, also so ein Morgenstern. Also, wenn ich tauschen könnte, ich würde es tun. Ich würde es tun. So, aber das ist erstmal unwichtig jetzt. Wir gehen nach Nordhoron. Nordhoron. Geh weg, Fliege. Ja. Wir gehen dann zurück zu den Ruinen, die wir damals schon mal gesehen hatten. Da sind wir ja schon mal... nein, ich möchte kein Herzen verlieren, Mann. Link ist mutig und tapfer. Schaltet auf deinem Weg voran in Richtung von Onox Schloss. Ich habe mich damals mal verlesen und Onix gesagt, wie das Pokémon. Das war irgendwie doof, aber... Ja, diese beiden sind sich auch nicht besonders ähnlich. Halt mal passieren. Ne? Du lässt uns in Ruhe. Möchte gern Onox. Und hier sind wir auch schon. Wieder versuchen die Mächte uns daran zu hindern. Aber wir haben den Riesenkern des Marco-Baumes. Und er entblößt die 8 Essenzen. Magic Rotation. Und was passiert? Ob sie es schaffen? Yeah. Wer bist du denn? Es wird sich alles zerschlagen. Euch kenne ich. Na, schockiert? Wir sind Twinrova, die Hexen der Gerudo. Wir haben euch damals im Geistertempel besiegt, Mann. Bald brennt die Flamme der Zerstörung und du dann... Hält uns niemand... Dann hält uns niemand mehr davon ab, unsere Riten zu zelebrieren. Könnt ihr nicht was anderes zelebrieren, wie Karneval oder Schützenfest oder so? Jämmerlichen Bemühungen zum Trotz wird der König des Bösen zurückkehren und das Land in Finsternis hüllen. Okay. Geht bitte einfach, wir haben was Wichtigeres zu tun. In diesem Spiel seid ihr uns eh vollkommen egal. Ja? Wie entsetzlich, Twinrova steckt hinter Onox. Link, rette Din. Ja, ich bin da unterwegs, Mann. Immer mit die Ruhe. Hallöchen, wer seid denn ihr? Clever und smart. So. Wir betreten Onox Schloss. Onox Schloss, wie ich gerade schon sagte. Hier müssen wir, glaube ich, immer alle Gegner besiegen, sonst öffnet sich der Weg nicht. Das ist nämlich so ein Geheimraum. Hier kann man im Grunde so lange laufen, wie man möchte. Man wird es nicht schaffen, bis man nicht in jedem Raum die Gegner besiegt hat. Glaube ich, das ist so wahr. Wo ist der Grüne? Da. Genau, da kommt nämlich das Geräusch für den Erfolg und im nächsten Raum... Im nächsten Raum, wollte ich sagen, haben wir Hände. Das hoffentlich erwischen die uns nicht. Das können wir alles nochmal von vorne machen. So. Vielleicht haben wir doch... Ja, ich glaube, ich hätte 6 Minuten brauchen, um bis zu Onox zu kommen. Das ist nämlich jetzt schon fast hier. Ich kenne mir auch irgendwo her. Ey, nicht verschwinden, wenn ich gerade dabei bin, dich mit Bomben zu beschmeißen, du Penner. Achso, was mir gerade wieder einfällt, was wir mal eben machen könnten, ist unseren Schwertring anlegen. So. Damit wir mehr Schwertschaden haben. Da, tot. Fee.
Wir sind super ausgerüstet gegen Onox. Da sind sogar schon durch. Ja, passt es ja. Das Orakel. Bam. Das meine ich. Das Ding ist schon geil. Das Ding ist sogar fast so groß wie Link. Es ist größer als Link. Um genau zu sein. Der Knirps ist da. Ich, Onox, General der Finsternis, nahm Din gefangen und ja, das wissen wir. Wir waren dabei. Du bist nichts weiter als eine lästige Fliege. Ich werde dich zerquetschen. Ab, wo Fliege? Hey, wir können fliegen. Ey, pass auf, wo du das Ding hinschmeißt. Pisser. So, hier, friss. Ja, mach das Schloss kaputt, genau. Pass doch mal auf, wo das Ding hinschmeißt, Mensch. Denke nicht, ihr sei geschlagen. Hältst du diesem Kampf stand? Das ist fies. Da habe ich damals ewig gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie das funktionieren soll. Man muss nämlich mit dem Stab der Jahreszeiten dieses Ding wegschlagen. Und dann, wenn man es nämlich nicht tut, kriegt man übelst einen geschockt. Elektroschock und so. Aua, nein. Ah, falsche Taste. Und das macht ziemlich böse Aua. Wie man das gesehen hat. Nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell, Mann. Gut, dass wir den Trank haben. Den werden wir bestimmt noch brauchen. Den haben wir schon gewonnen. Glaube ich. Genau, da haben wir es schon. Bam! Onox ist besiegt und wir können unserer Belohnung von Din entgegennehmen. Komm her, du! Ja, komm. Hallo. Du lebst ja noch. Beachtlich. Doch genau der genug der Schmeichelein, spüre meine wahre Kraft. Wow! Der weiße Drache mit eiskaltem Blick, 3000 Angriffspunkte, 2500, glaube ich so. Nein, ist auch egal. Aus dem Reich der Finsternis herbeigerufen, ich kenne meine wahre Gestalt, spüre die Macht eines finsteren Drachens. Dieser Kampf ist scheiße. Er wird immer seine Hand darunter krachen lassen, da kann man drauf springen, dann kann man ihn mit dem Schwert voll in die Mütze hauen, diesen Kristall da oben. Dieses Feuer nervt. Vor allem, weil es gleich ein bisschen eng wird hier hinten. Na, klappt ja. Au! So, komm. Reich mir deine Flosse, Genosse. Reich mir die Pranke, Anke. Na, so. Und dann... Ey! So. Ja, was kommt jetzt? Feuer. Okay. Hey, da war ich noch gar nicht. Au! Exakt. Schuh. Wenn du ganz durchziehen würdest, hättest du mich erwischt. Du bist ja doof. Komm her. Komm her. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm da. Ah. Das ist ein bisschen doof, den so zu erwischen. Mal einen brauchen wir bestimmt noch. Gut, dass wir dieses Elixier haben. Au. 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 Da war ich doch noch gar nicht. Oh Gott, das ist nervig. Das ist richtig fies hier. Das ist so schnell und da kann man sich gar nicht auf einstellen. Und, oh. Aua. Guck mal, dass er jetzt endlich schon genug hat. Na, einen will er noch. Okay. Hey, cool. Ha! Oh, nein! Jedoch, deine Bemühungen waren vergebens. Ich halte Order, den zu fangen und bin over die zerstörerische Kraft eines Landes ohne Jahreszeiten auszuliefern. Nun wird diese Kraft als Flamme der Zerstörung des Landes verzehren. Wie jetzt? Twinrova. Die beiden Alten sollen noch gehen, wo der Pfeffer wächst. Du bist doch hier der General der Finsternis. Hallo. Bam! Vielen Dank, Link. Ich wusste, dass du mich retten kannst. Nun, da ich frei bin, werden die Jahreszeiten wieder normal werden. Ricky und Bockpfoff. Yay, bam.
Die Geister freuen sich auch darüber, dass ihre Grabsteine wieder mit normalen Blumen bewachsen sind. Die Prüfungen, die du bestanden hast, um die Essenzen der Natur zu sammeln, haben dich zu einem wahren Helden gemacht. Schon bald wartet eine neue Aufgabe auf dich, doch wir Orakel werden immer still über dich wachen. Wieso wir? Dies geschieht in der Hoffnung, dass die Finsternis von den Herzen der Menschheit ferngehalten wird. Komm, wir kehren zurück nach Horondorf, um die anderen zu treffen. Spanner! Guck nicht dabei zu, wie ich sie anlächle. Und so. Zwei alte Frauen. Olox ist besiegt, doch sein verheerendes Werk lebt weiter. In der Flamme der Zerstörung. Wenn diese Flamme das Dunkel erleuchtet, erfüllt sich unser Wunsch. Ja. Und das war The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Das Let's Play ist damit beendet. Wir haben Onox besiegt. Den ist gerettet. Die zwei Alten labern zwar von der Flamme der Zerstörung, aber das hat uns hier nicht mehr zu interessieren. Alle freuen sich. Yay! Das Problem ist, dass ich jetzt ungern die ganzen Credits angucken möchte. Naja, gut. Na, Martha ist voll gegen die Blase geflogen und hat den Makubaum wieder aufgeweckt. Ich hätte gerade fast Dekubaum gesagt. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich werde Oracle of Seasons sofort hinterher schieben. Denn das gehört ja irgendwie zusammen. Ich werde mir den Abspann dann noch zu Ende angucken müssen. Und da es inzwischen auch noch ab und zu mal so kleine Miniszenen gibt, werde ich es einfach mal mit aufnehmen lassen. Und hoffen, dass das Passwort am Ende noch mitkommt. Ich werde aber inzwischen still sein und mich damit schon mal verabschieden. Ich wünsche euch damit viel Spaß beim Abspann noch. Und wir sehen uns wieder in Oracle of Ages. Bis dahin und ciao. Ich bin's gerade mal wieder. Mir kam gerade eine Idee. ich werde mal kurz gucken, mit welcher Taste ich da jetzt eh nur noch der normale Abspann läuft. Speed. Einfach mal da hingelegt. Ja, das klappt sogar. Lass den Abspann einfach mal schneller laufen. Bis zum Passwort, denn die Namen will eh keiner lesen. La 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 la. The End. So, da ist es. Das Labuna-Passwort. Also, wir notieren. Ne, langsam, langsam. Gleich. Klammer auf. 5. Großes W. 2. Nächste Zeile. Ein Kreuzsymbol. Wie mache ich das denn jetzt? So. Großes G. Pfeil nach links. Q. Groß. D. Klein. Nächste Zeile. Großes Q. Raute. Sternchen. H. Ad-Symbol. Klammer auf. Minus. Prozent. Großes L, 5. So, gucken, ob das funktioniert. Sichern und aufhören. Ja. Gut, Leute, bis dahin und ciao. Der Bildschirm ist genau passend dafür. Wir sehen uns wieder in Oracle of Ages. Ich bin Seth und macht's gut.